einen guten Sonntagabend wünsche ich. Na, bei mir ist auf jeden Fall Sonntagabend und es ist brüllend heiß in dieser Wohnung. Oh, und jetzt kommt auch eine schöne Mission, aber wir haben keine Ohren. Keine Ohren zum Heilen. Heilen. Juge! Zu befördern. Nein, hier abends steht die Luft einfach riesenhaus, auch wenn ich die scheiß Fenster auf habe. Und morgens ist es ja einfach saukalt bis so gegen 5 bis 15, 16 Uhr. Aber naja, wann kommt man meistens nach Hause? Ne? Abends. So gegen 18, 19 Uhr. Und dann hat sich das Ding ja natürlich schon so aufgeheizt, dass es eben Rest des Tages oder Rest des Abends eben dauert, bis es hier wieder kalt ist. Aber egal, zurück zum Spiel. Der Gegner versucht verzweifelt, die schwächelnde Fronttruppen in Schwarzwaldmedizin zu verborgen. Wenn die daran gehindern können, gehört ihr Silberlutz. Zeltabfackel. Bald ist geschafft. Was ist bald geschafft, das Spiel? Theoretisch sind es ja gar nicht mehr so viele Missionen, ne? Was waren das? 26 Missionen? Ist ja schon bald soweit. Ich bin eine Ehre. So. Ja, unten sind jetzt ganz, ganz viele. Richtig stumpf, ganz viele Chirurgen. Mache ich denn Airbus? Mach Airbus. Ganz viele Chirurgen. Ich mache jetzt mal ihr scheiß Zelt kaputt. Ich mag euer Zelt nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie weit ich ballern muss. Ballern, ballern, ballern. So weit ballern. Für Speck und Eberjad. Ah, Mann. Ihr wisst ja, ich bin in sowas schlecht. Nein. Toll. Ich habe zwar einen getroffen, aber ich wollte das Zelt treffen. Gut. Dann wissen wir es fürs nächste Mal. Du musst stärker schießen. Ja, stärker schießen. Und was sie auch umgeändert haben bei YouTube, das merke ich gerade bei meinen alten Videos, also bei den Videos im 4:3 Format, so wie eben das Spiel hier, dass der YouTube-Player jetzt auch im 4:3 Format ist, wenn das Video im 4:3 Format ist. Oder eben in einem anderen komischen Format, in dem das Video hochgeladen worden ist. Da denke ich auch so, okay, das ist schön. War auch irgendwie stumpf. Ach ja, doch, doch, ich kann ihn einsammeln. Oh, ich sammle ihn ein und war wieder schnell zurück. Beziehungsweise, wow, guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Da haben wir die Kiste ein. In die Kisten hat nämlich was Schönes drin. Und zwar, nein, komm. Genau, Suchrakete. Nein, nicht Tarn. Scheiße, was ist das? Ah! Toll. Als wenn ihr den abgeschossen hättet. Nie im Leben. Ich wollte mich nicht Tarn. Was auch immer komisch ist, ich gucke ja, um mich weiterzubilden, sagen wir mal so. Ah, ich glaube, der will die Kiste holen. Um mich weiterzubilden, gucke ich ja Let's Plays von anderen für das Spiel, um zu gucken, zum Beispiel, in welche Orden zum Beispiel in den Spiel krieg. Und wenn ich dann immer wieder auf mein Video gehe, oder beziehungsweise mein Spiel hier, sieht das alles viel detaillierter aus. Ja, warum wohl, ne? Ich bin halt der Einzige wahrscheinlich. Also, der Einzige von den Leuten, die ich gucke, Mann, die einen scheiß Dings benutzen, die Upscaler. Die anderen werden alle keinen Upscaler benutzen, sondern einfach nur stinknormal. Mit der Airbus auf, wollte ich auf das Set ballern? Irgendwie doof. Deswegen sieht das so detailliert aus, aber ich glaube auf YouTube doch sah das auch noch relativ gut aus. Auch wenn ich schon ein bisschen hochschraube. Komm, direkt aufs Zelt. Nein, Dude! Scheiße! Der Gegner schlägt zurück. Ja, toll, was kriegt der Gegner für Scheiße? Noch gehen die nicht ins Zelt, weil auch sind die ja nicht angeschlagen, aber. irgendwann sollte ich das schon mal versuchen abzuballern. Was? Die kriegt auch eine Suchrakete? Nein, die darf mich doch nicht abballern. Groovy! Was geht? Ja, das schauen wir gleich mal. Da unten ist eine Kiste. Warte, wir versuchen wieder schnell zur Kiste zu kommen. Weil ich glaube, da ist auch wieder eine Suchrakete drin. Oh nein, du kriegst keine Suchrakete. Und versuch diesmal nicht dich zu tarnen. Ha, ha, ha. Ist die Kiste scheiße? Ist die so weit weg? Ah, nicht, dass sie auf die Idee kommen. Ja, ist eine Suchrakete. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, loszuschießen. Deswegen, ja, ist. Let's Play, was ich gesehen habe, haben die sich nicht bewegt. Meine Scheiße. So. Ah, ich habe doch X gedrückt, Mann. Zum Feuern, du Arsch. Ah, schon wieder zwei Züge, die ich versauert habe. Versauert, das kann doch nicht angehen. Zum Glück sind die relativ doof. Hoffe ich mal. Komm, ihr wart bei den anderen doof. Ihr seid hier auch doof. Auch wenn ich hier mit einer PS5 spiele und nicht mit einer PlayStation 1. Das macht doch den CPU nicht schlauer, oder? Hackfleischgranate! Wie ich mir so seine Züge angucke? Ja, nicht wirklich. Er versucht es, aber zum Glück wird es nichts. Ah, komm mal, wir kriegen auch Kisten. Da war doch Schönes drin. Medizinbälle. Ein Medizinball. So, jetzt
Jetzt hab ich aber die Schnauze voll hier. Ach Gott. Ach scheiße, das ist unser... Ah Gott. Dumm. Das ist unser letzter Typ hier. Unser letzter Spion. Wer braucht denn Energie? Hallo? Braucht jemand Energie? Ich habe keine Zeit. Ich glaube, du brauchst Energie, ne? Ja, Kampfkeiler 90. Ja, Energie! ich könnte auch mit einem Fernrohr auf die Typen ballern. Aber... naja, ich muss theoretisch sowieso warten, ne? Ey! Böse! Nein, du willst da nicht raufgehen. Ja, gutes Schwein. Das ist ein Abwurfpunkt. What the fuck? Okay, die CPUs sind sehr schlau. Sie gehen nicht auf den Abwurfpunkt. Was ist denn da drauf? Kann ich da mal hinfliegen? Und dich vom Turm stoßen, nicht, dass du dahin willst. Ah, komm, ein Held ist wieder dran. Kann ja mal wirklich... Oh, wie komme ich da wieder weg, ne? Nein. Ja. Ich habe auch noch einen Luftschlag. Was ist das nice? Ja, eigentlich. So, stirb, Zelt. Ich sollte eigentlich den scheiß Luftschlag machen, ey. Dann treffe ich sie auf jeden Fall. Los, nicht so weit, du scheiß Teil. Weg dich. Kackzelt. Wenn ich das Held schon nicht treffe, was so riesengroß ist, ne? Was passiert denn erst, wenn ich versuche, die Schweine zu treffen? Hahaha. Was macht ihr denn? Hört auf, mich zu bewegen, ihr blöden Schweine. Seid ihr viel zu schlau. Wenn ihr näher rankommt, könnt ihr sogar mit euren Granaten oder mit euren Gewehren treffen. Das will doch keiner. Ich auf jeden Fall nicht. Schön, dass du so nah kommst. Du Arsch. Jetzt muss ich extra wieder hochgehen. Ja, gibt's eigentlich auch. Wie scheuert. Mann, habe ich nichts, um dich wegzustoßen? Doch, theoretisch schon. Auch wenn das mein der Typ hier ist, aber du nervst und du bist hier nicht willkommen. Wir können Leute, die hier meine Leute abballern, gar nicht leiden. Ich hoffe, du fliegst weit weg. Du Arsch. Ah, nicht mal Fallschaden. Hättest du wenigstens die restlichen drei gegeben. Aber jetzt, wenn du so allein hier hin bist, dann gehen alle auf dich und dann bist du am Arsch. Denn niemand kann dich heilen. Wo fährst du schon, Chirurgen? Gegner. Ja, um mir gerade anzuwerfen, oh bitte, ja. Bitte sei doof. Nicht, dass ich hier 50 Minuten an dieser schönen Mission spiele und nachher darf ich die neue starten. Das ist der Anpfiff. Hast du noch irgendwas Tolles? Ich versuche jetzt mal die Typen zu treffen. Komm, wenn ihr euch ein Zelt traut, dann. Ja, traut ihr euch ein neues Zelt. Ja, ja. Stehen auch nicht alle nah beieinander, ne? Stehen alle weit weg. Wollt ihr nicht den Typen abballern? Ja. Jetzt hast du davon, du Schwein, du. Die sind doch nur zweite Liga. Ah, ist das mein Typ gewesen? Stand da mein Typ? Ach ja, der eine hat da rundgehauen, ne? Toll. Super Volltreffer, mein eigenes Schwein getroffen. Junge. Schlecht, ey. Darf ich dir das mal gleich heilen? Super toll. In eurer Haut möchte ich nicht stecken. Lass sie doch mal in Ruhe, den habe ich doch schon angegriffen. Ja, greif deinen eigenen an. Oh. Ist das der Typ? Ja. Okay. Alter Respekt, verpiss dich mal, Junge. Du hast kaum noch Energie. Ja. Wer hat mich angeschossen? Welches von euch? Welches Schwein von euch war das? Ihr Arschgeigen. Schieß mich einfach ab hier. Könnt auch Selbstheilung machen, aber... Oder ich heile noch einen mit. Warte. Braucht jemand Heilung? Hallo? Ne, außer ich selbst brauche keine Heilung. Hat er schon Selbstheilung? Der hat er noch nicht. Egal, Heilung! 40 gibt das Ding nur? Toll. Okay, hatte der Held nur Selbstheilung gehabt. Ja, du stehst genau auf einen Abwurfpunkt. Das ist schön, denn bei den darfst du gern ignorieren. Danke. Weiter so, Sir. Steht denn da noch da? Ach, da oben der Typ. Ja, danke. Voll sein eigenes Schwein getroffen. Wie bin ich nicht der Einzige, der so dumm ist und sich selbst abschießt? So, dich mal aber. Warte, wo bin ich denn? Hallo? Da unten ist er irgendwo. Ich kann mich ja schon irgendwo hier hinstellen. Die treffen mich ja meist sowieso nicht. Ich treffe. Ich sehe den ja nicht. Aber warte, ich habe was Nützliches, aber er muss sich versuchen, irgendwie schnell wieder zu fliehen. Komm ich da eigentlich hoch? Die Wand da? Glaub ja. Hoffe ich mal.
Los, los, ich will nicht getroffen werden. Oh, schade, wie schön, wenn das noch gehen würde. So, dein Fehler, dass du so nah rankamst, du Arsch. Da geht mir doch der Rock hoch. Sag das deinen Freunden. Und so, den Rest schaffst du auch noch. Ich muss immer noch das Hell zerstören. Aber ich treffe es ja die ganze Zeit nicht. Ich habe doch noch scheiß Suchraketen. Zwei Stück, die ich immer noch nicht aufgebraucht habe. Scheiß Suchrakete auf das scheiß Zelt, damit ich jetzt endlich mal treffe, ey. Aus die Maus. Räumschieben, wenn du treffen würdest. Aber die gehen auch bald die Granaten aus. Ich mir eine Ehre. Ich wollte sagen, kriege ich die? Habe ich hier noch eine Suchrakete hier mit den Dingen? Das Backups. Ja, yippie. Weil kann ich. Ich habe ja auch hier die schönen Clustergranaten, ne? Treffe ich hier einen davon? Alle dich würde ich treffen. Wenn du nicht hochkommst, komm ich runter. Dann versuchen wir den Spam-Trick, aber erstmal guck ich mal, wie so weit kommt. Stirb, Schweinehund! Mal gucken, ob ich so weit komme. Und. Okay, das war ziemlich scheiße. Außer. Ja, wie Zahlen sind das? Ein paar? Doch weiter geschmissen, als ich dachte. Naja, vergiss nicht, du bist oben, ne? Wäre noch was, wenn sie den Wind eingefügt hätten, aber ich glaube, dann hätten die sehr doll mit Worms verglichen, weil stimmt, das ist das Einzige, was es eben bei Worms immer gab, ne? Wind, den gibt's hier ja nicht. Bleib ab Wind patentisch geschützt in einem rundenbasierten Strategieschussspiel. Hey, hier bin ich. Weiß, manchmal ist es so. Was? Du triffst mich in mein Gewehr? Das heißt. Das heißt, er muss unbedingt weg. Oh, das ist bei Typ mit Suchraketen. Endlich. Da, du Arsch. Jetzt schießt er dir das scheiß Zelt ab. Daher kommt die wirklich auf die Idee, das Ding zu benutzen. Zeit zu sterben, Zelt! Dein Krieg ist zu Ende! Ja, sag das dir, Zelt. Ah, das Zelt ist kaputt. Und du stehst immer noch davor. Du weißt ja, was du zu tun hast, ne? Eine Granate werfen. Hast du noch eine? Okay, ist es soweit. Er hängt jetzt mal die ganze Zeit. Was mache ich jetzt überhaupt? Weil einfach, wie wäre schon gar nichts. Komm ich überhaupt so weit? Und nachher schleudere ich ihn noch da drauf, ne? Haha. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich den treffe. Volle Power! Komm, ich habe nicht so viele Klassegranaten. Hier sitzt. Meinst du? Los, spring! Nein! 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 Toll. Yay, absolut. Niemand getroffen. Sehr gut. Der schießt wieder mein Gewehr. Nein, lass meinen Helden in Ruhe. Okay, ich muss meinen Helden auch unbedingt wegholen. Auf die Dauer überlebt der Gewehre nicht. Ja, wollen wir mal schauen. Ach ja. Ach ja. Das ist der Johnny gewesen. So, 006, du triffst mich und das mag ich gar nicht. Obwohl der andere Typ trifft mich auch, ne? Aber egal. Egal, du musst sterben. Zeit zu sterben. Und. Volltreffer. Ist auch so schwer bei den Suchraketen. Na, ist der Typ wieder dran. Nein, du schießt auch mit ihm wieder auf, oder? Oh, Heilung! Sie heilen sich! Ja, kaum zu glauben, auch das machen die CPUs. Was mache ich mit dir? Etwa du. Ich benutze dich zum Heilen oder zum Abknallen? Ich habe ja das gute alte Schreibergewehr und weil wir ja den Vorteil haben, dass wir das hier oben sitzen, können wir auch treffen, eventuell. Aber nur wenn ich treffe. Alle, freies Schussfeld. Wo ist das Schreibergewehr da? Oh Gott, ich kann ja gar nicht sehen. Zoom nochmal ran hier. Hallo. Ja, mal wieder weggezoomt, aber stimmt, muss ja wieder ranzoomen, ne? Ah. Oh. Warum wackelst du denn so? Trotzdem getroffen. Ah, du schon wieder. Nachher kriegst du doch die Bazooka. Das wollen wir auch nicht. Aber ich weiß noch nicht, was du bekommen würdest, wenn du das Ding da berühren würdest. Macht euch bereit, Würstchen. Da kommen sie. Da kommen die anderen Freunde. So, darauf habe ich gewartet. Ich habe extra jetzt meinen Luftschlag dafür aufbewahrt, um die scheiß Typen da zu treffen. So, und du hau mal wieder ab, bitte. Ich hab keinen Bock, dass sie mich weiter zu treffen. Ja, und ich kann euch alle sehen. Ja, ich kann euch alle sehen, ihr blöden Schweine.
Kann ich irgendwie so treffen? Krieg ich den anderen damit? Ja, ich glaube nicht. Egal, Ronimo, 4 Stück auf einmal. Na komm, das muss kesseln. Das muss kesseln in den Ohren. Das muss drücken im Gesicht. Genau so war das. Ha, da fliegen die Zahlen. Damit habt ihr nicht gekriegt, ihr Schweine. Ein paar Runden überlebe ich noch, hundertprozentig. Weil hier kriegst du den Orden nach überlebenden Runden. Die müssen, glaube ich, spawnen. Dann musst du eine komplette Runde durchhalten, dann kriegst du einen Orden. Dann musst du nochmal eine komplette Runde durchhalten und dann kriegst du den nächsten Orden. Und dann darfst du sie umbringen. Ein echter Knaller. Also, alle umbringen, ne, dass die Mission endet. Ich fange ja schon mal an, die umzubringen. Jetzt gibt's auf der Rumme. Guck mal, oh, ich hab sogar noch eine Suchrakete für euch. Warte. Steht ihr noch alle nebeneinander? Ja, das ist doch perfekt hier. Das sieht doch gut aus. Dann ballern wir aber hier rein. Da genau zwischen euch und wie immer Volldruck. Voll auf 12. Du schaffst es. Hui. Hab ich den anderen Typen auch noch getroffen? 5. Los, schmeiß mal die Orden runter. Wer weiß, wie lange die noch leben. Okay, wenn sie das machen, ein bisschen länger. Und das ist der Anpfiff. Die können sich selbst treffen. Der Wahnsinn. Hast du irgendwas Tolles noch? Nee, du hast gar nichts mehr. Bazooka. Ich und Bazooka. Ja, muss ich jetzt schießen. War das so weit? Grabenputzer gefällig. Ich glaube, es war zu weit, ne? Doch, es war gut. Volltreffer. Jeden einmal getroffen. Weiter so. Die Schwächlinge können einpacken. Oh Mann, was sich da oben schon aufbaut an Kisten. Und in jeder Kiste ist immer nur ein einziger. Was liegt an? Das war sehr schlau. Oh Mann, seid ihr doof. Oh, ich liebe euch. Dass ihr so doof seid, ey. So. Zurück zu uns beiden. Ach nee, hier hinten sind schon tot. Hä, wen hat der denn versucht abzuballern? Oder sehe ich den jetzt nicht, weil er hinter dem Busch ist? Kann auch sein. So, irgendwie so war das, ne? Hier irgendwie so dann. Hey, Kesu Rambo, ey! Ja, ging so. Na, was willst du machen? Nicht heilen? Sich selbst heilen? Machen die das auch? Die heilen sich gegenseitig, aber ich weiß nicht, dass sie sich selbst heilen. Komm, zeig mal, was in dir steckt, Bot. Heil dich selbst. Oder hat man das nicht in die einprogrammiert? Ich frage mich, ob man die AI, also die künstliche Intelligenz hier, die Bots, so programmieren könnte, dass sie schlau werden. Stimmt. Das dürften selbst die verstehen. Da muss ich mal gleich im Internet gucken, ob es denn irgendwie eine Mod gibt oder so weiter. Also für die PC-Version bestimmt. Weil ich habe ja mal gehört und gelesen, dass in der PC-Version die Dinge, die Typen, die CPUs noch döver sind. Denk mal so, was? Die sind ja schon ziemlich doof hier in der PlayStation 1 Version. Die sind in der PC Version noch döver. Ach du Scheiße. Dann kann ich wieder ein gegensätzliches Spiel, wo das genau umgekehrt ist. Schießt auch wieder gegen Baum? Ja, oh Gott. Geil. Da ist der erste Orden. Ich bin eine Ehre. Und zwar Worms World Party für die PlayStation, also das Spiel gab es eben für PC, wird es gemacht, und für die PlayStation 1. Und da bei der PlayStation 1 brauchen die Bots einfach so lange, die brauchen einfach die komplette Zeit immer bis zu den letzten Sekunden, bis die irgendetwas machen. Und das jede Runde. Das ist so nervig. Ich weiß nicht, ob sie die einfach so mega scheiße programmiert haben oder einfach es nicht schneller ging mit denen, weil die PlayStation 1 ist ja auch für Worms World Party schon ziemlich unterdimensioniert gewesen. Oh, wie weit geht der? Wie weit geht er? Scheiße, geht er. Und du stehst da immer noch mit deiner vollen Energie. Bald, wenn. Ja, ich wollte sagen, wenn du bald nichts mehr machst, also weiter nichts machst, dann kriegst du bald deine Bazooka. Das wollen wir nicht, ne? Nachher muss noch mein letzter Spion runtergehen und dir das noch klauen. Falls du es kriegst. Dann mal voran, mein Kind. So, stehen wir mal. Wo sind wir denn? Wir haben noch einen mit der. Oh, der voll ausgestattet. Der hat sogar noch einen. Komme ich da hin? Wir schauen mal. Können wir so weit werfen? Können wir so weit werfen? Ich glaube ja, ne? Plus. Komm, ich will die nie wieder werfen. Grüß mir der Engel.
Fuck. Ah, verworfen, ey. Denke ich, ich bin weiter nach oben. So weit kannst du werfen? Natürlich nicht. Ja, der 12 Energie, lass ihn sterben. Danke. Versuch lieber, mich mit einer Granate zu treffen. Machen die, du hast ja gar keine Männer. Damit ein Gewehr. Ja, danke. Husch, husch, die Waldfee. Er hat sogar getroffen. Was machst du da? Ring frei. So, was mache ich jetzt? Den Ohren habe ich gerade eingesammelt. Ach, da hinten sind doch hier. Da hinten sind doch die armen Schweine, die schon fast tot sind. Ja, die wollen wir ja treffen hier. Warte, warte, der irgendwo hinter dem Baum oder so ist der. Baller ich hier Baum ab. Und dann irgendwie wieder bei den Punkten, ne? Der trifft deine Flanke. Sollten wir das mal merken oder aufschreiben? Oder einfach nur treffen. Ach, nur ein Kratzer. Ausgezeichnet. Wir werden Ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Ich würde sagen, solange Sie nicht noch weitere Beförderung bekommen, aber kriegen die nicht. Aber ich habe halt so viele Kisten, die stapeln sich bald. Was? Hör mal auf hier. Was geht? Oder heil deine Typen so wie den anderen, wie der andere Typ eben auch scheiße. So, komm, gib mir meine Clustergranate, die auch trifft. So, der ist da unten. Das heißt, ich muss sie gar nicht so weit werfen. Vermutlich. Du, pass auf, du. Oh Mann, was machst du denn hier? Super, mit einer einzigen getroffen und die macht 15 Schaden. Gut ist das auch geklärt. Ein so Ding macht 15 Schaden. Das heißt wahrscheinlich, eine so eine Granate macht um die, na, 15 Schaden. Wie viel sind das? 5 Stück? Hör mal, Firmchen, Change. Grünring 75 plus 3 Schieß, 105 Schaden, glaube ich. Vermutlich. Ich kann niemanden abballern, selbst den Chirurgen da hinten mit 42, der wird es überleben. Aber wir wollen natürlich den nehmen, der am relativ nächsten ist. Die sind Pökelfleisch. Ja, wir können zwar mit einem Spionengewehr fast über die halbe Map schießen, aber dafür muss man auch treffen. Pixel genau bei der PlayStation 1 bei einer Auflösung mit 320 bei 240 ist schon schwer. Wir haben ja zum Glück diesen Vollbilder, keine Halbbilder, weil wir ja unseren super Cinematic Scaler haben, wo ich ja schon mal ein Video zu gemacht habe. Ja, das ist gut, das ist gut. Das macht auch eben alles flüssiger. Das hat doch keinen Stil. Oh, bitte, wirf deine eigenen Typen ab und ich krieg wieder einen Orden. Wo ist der denn? Gleich wieder hier unten. Oh, wie schön, dass du die mal hier unten packst. Blop, blop. So, jetzt haben wir alle unsere Orden. Jetzt dürfen wir die Gegner zerstören. Ha, ha, ha. Als wenn ich es schon die ganze Zeit versuche. Nein, Schweinchen. So, wo ist denn noch einer? Da ist der Typ, der so viel Energie hat. Ist da ganz hinten noch einer? Ich glaube ja. Dann versuche ich den zu treffen. Nicht ganz so weit. Das wird denen eine Lehre sein. Ah. Doch noch ein bisschen weiter. Ich sag, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ey. Aber der scheiß PC, wenn er eine Bazooka hat, die können da ja mit komischer Weise treffen. Komisch, komisch. Damit können sie treffen. Oh, da ist sogar noch ein Airbus. So, wir wissen jetzt, dass wir ein bisschen weiter schießen müssen als eben gerade. Wie viel haben wir gerade eben geschossen? Keine Ahnung. Ah, das war zu weit und das war zu früh gezündet. Ja, genau. Die Dinger sind genau außenrum, dass er nicht getroffen wurde. Mann. Junge, ich geh gleich nach unten und werf den scheiß TNTs vor die Hütte. Für dich, Baby. Oh Gott, ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen mal selbst heilen hier. Und das ist der Anpfiff. Warte, warte, ich habe schon nicht mehr so viel Energie. Wer sieht denn noch so nicht so gut aus? 90, ja, du kriegst mal auch eine. Ihr habt ja eh 120, 40 kann ich heilen, 30 für dich und keine Ahnung, wie viel für mich. Du musst jetzt mal wieder nach oben gehen und eine einsammeln. Wenn wir dabei sind, sammeln wir gleich 2 ein. Und 3. Das ist dumm, ey, dass es mir einfach jede Runde ein scheiß Dings gibt. Dann denkt er sich auch so, nein. Du verlierst Energie, dann ihr habt Chirurgen, dann kann ich mich auch heilen. Frage, heilst du dich auch wieder? Oder versuchst du, meine beiden Typen da wieder anzuschießen? Na mal, diese Map ist so lang, geht zugehen. Ja, da hat sogar noch eine Granate.
Jetzt gibt's den Rest vom Schützenfest. Spektakulär. Was liegt an? Es liegt an, dass du endlich mal scheiß treffen sollst. Ich treffe hier nie, Respekt. Komm, treff mal hier, was los? Alter, schick dir das rein. Ich hab mal. Nein, komm runter. Ah, wir sind ein bisschen getroffen, toll. Yeah, 13. Hab ich überhaupt schon einen Volltreffer gemacht? Mit einer Bazooka oder einem Airbus? Hm, daneben, 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 daneben. Ich glaube, einmal habe ich getroffen. Einmal habe ich getroffen. Uhu. Ja, da stehen zwei relativ nah aneinander. Das heißt nicht, dass du einen Medizinball werfen sollst. Danke. Eine Granate. Bang. Voll auf die 12. Ich frage mich immer noch, was bei der Abwurfzone ist, ey. Ich traue mich nicht dahin zu rennen. Na, kriege ich einen reingedrückt. Kann ich jemanden hier abballern? Oh ja. Ihr habt ja hier meinen Super Spion, ne? Damit treffe ich ja wenigstens. Und der hatte ja gar nicht mehr so viel Energie, 30. Weil ich ihn immer wieder abballer. Hihi. Torpedo frei! Haha, der Nächste ist tot. Au, Schweinehunde! Es sind nur noch 4 verbleibend. Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Schnitte. Yeah, und einer hat noch voll Energie, weil ich den aber nie treffe. Ist das so, den einen Typen bei einem Abwurfpunkt? Habe ich den jemals getroffen? Das heißt, ihr habt noch viel zu viel Energie. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Und ich brauche mir, ich glaube, ich muss mir mal so einen blöden Ventilator kaufen, der die Luft hier drin bewegt. Hier steht die Luft, ey. Womit habe ich das verdient? Als wenn du gerade aus der Dusche kommst, so Haare schwitzen tust du. Ja, dann eine Abalan, ja, sehr gut. Ja, Ehre. Hm. Fast, daran müssen wir noch arbeiten. Schaffe ich sowieso nicht, ne? Kannst du mal probieren? Warte, warte. Du brauchst so lange, um runterzukommen. Mal hier, einen abballern. Oh, nicht mal getroffen. Los, schneller runter. Ja, schneller runter. Ich weiß nicht, was ich da bekomme. Los, schneller, 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 schneller. Gut, du hast dich super jetzt regiert. Punkt durchgeschlagen. Hier kommt Nachschub. X-Granate, okay. Oh, 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 versteck dich in der Ecke, versteck dich in der Ecke. Ja, ich wollte sagen, ja und wieder rüber. Ja, tschü, 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 ich bin nicht da gewesen. HX-Granate, okay. War die gut? Ich glaube, die macht einfach nur doppelten Damage, ne? Naja, nur 60. Wenn ich treffe. Aber ihr kennt mich schon, ne? Ich bin ja der Meister des Treffens. Gerade was Granaten und, ja, okay. Egal, was es ist, ich treffe immer nie. So, wo steht ihr denn? Ach ja, das ist auch ein Sniper-Gewehr, ne? Also, jetzt bin ich ja gar nicht mehr so weit weg. Guck mal, ich trau mich ran. Langsam trau ich mich ran. Sag mal, Kleinigkeit. Ja, ich habe mal getroffen. Geil. So, heil deine Freunde oder schlafe oder mach irgendwas, aber nicht mich angreifen. Oh, oh, mal was ganz anderes bewegen. Junge. Weißt du, was es heißt? Wenn du mir näher kommst, dann wirst du getötet. Nee, du hast keine Granate mehr, glaube ich. Aber ein Gewehr. Ich drücke einfach hier drauf und... Du kannst es wagen, mein einen Kampfkalender, den ich rangeholt habe. Und jetzt bist du ganz in der Nähe von mir. Jetzt bin ich furchtbar wütend. Furchtbar wütend. Du Schwein. Warte, wenn du hier eh ganz in der Nähe bist. Ja, genau. Schmeiß ich mich mal Medizinball ab. Ne, kannst du mal hier den hier haben. Aber ich muss mal... So weit weg, dass ich mich selbst nicht treffe. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Mücken hier rein. Ich habe natürlich hier Fenster auf, weil die Luft hier bewegen soll. Aber irgendwie bringt das nichts und die scheiß Viecher kommen hier rein. Ja, tschüss, tschüss. Ich habe dich sowieso nie gemocht. Mann, ich hasse Mücken. Nächsten Tag ist mal wieder so zerstochen, ey. Ah. Wow. Er hat mal seinen Typen getroffen. Was geht? Ja, Respekt. Wir schauen mal, was geht. Da unten ist der eine Vierer. Der ist fast tot. Das klingt gut. Die lassen wir jetzt mal sterben. Ich würde sagen, wir müssen schnell reagieren. Oh, den treffe ich doch eh nicht. Mit meinem scheiß Jetpack. Höchste Stelle. Ich habe ihn getroffen, aber ich glaube, ich komme zu nichts weiteren.
Ich brauch so lange zum Runterkommen. Ich kann froh sein, wenn ich nur mich tarnen könnte. Los, beweg dich! Schneller runter! Oh Mann. Boom. Tarnst du die nicht automatisch oder so? Ah. Damit kommen sie nicht durch, Dr. Borst. Gut so. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Na, mehr Zeit wäre schön. Über diese 30 Sekunden. Ich weiß gar nicht. Gibt er mir sogar in der letzten Map, glaube ich, wieder 99 Sekunden? Ich glaube ja. Komischerweise gibt er mir da, glaube ich, wieder maximale Zeit. Bringt mir aber theoretisch auch nichts für die letzte Map. Denn die letzte Map ist schwer. Oder leicht. Kommt an, wie man sie spielt. Aber dazu mehr in der letzten Map. Ich will ja nicht zu viel spoilern hier, ne? Hä? Okay, das ist selten, dass die mal einfach gar nichts machen. Alter, ich könnte dich theoretisch auch mal ausrauben. Aber bin schon nutzlos. Als wenn du dich jetzt schon nutzlos wärst. Volle Breitseite. Brauch dich nicht beklauen, ich wollte dich nur abknallen. Ich würde sagen, ihr müsstet eigentlich auch bald langsam keine Munition mehr haben. Tja, ich habe ja die Granate hier, ne? Warte. Kann ich mir noch was holen? Hallo? Nein, okay. Alter, wir schauen mal, ob die Granate irgendwie Damage macht. Die sind doch relativ doof, ne? Das heißt, ich könnte mich ja... Ich habe mich auch nicht angegriffen, die ganze Zeit. Wir können ja weiter, wir gehen mal wieder ein bisschen weiter zurück. So, ganz in die Ecke. Und dann machen wir... Fast Vollgas! Keine Gefangenen! 56, ja, ich habe recht gehabt. Das macht den doppelten Damage. Also 60 ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt nicht so viel wie eine Cluster-Granate, aber gar nicht mal so schlecht. Und da halten die natürlich wieder gleich. Jetzt gibt's auf der Oma. Ich glaube, 3 Stück haben die von diesen blöden Dingern. So, aber wir gehen auf die nächsten. Der Typ, fast, der fast tot ist. Na toll. Ich hab fast nichts. So eine Piece. Nein, nicht runter. Nein. Ja, ich dachte, ich hab scheiß TNT. Meier, ja, ich habe ja ganz viel Angst vor dir. Ja, ja. Das war's dann, Meister. Schauen wir mal, ne? Wenigstens ein Volltreffer. Komm, du hast nur 12 Energie. Er ist auch dran, ne? Ja, natürlich ist er dran. Los, wehr dich! Schieß mich ab! Na, rennt zu seinen Kollegen und will die bestimmt heilen. Ja, seid bitte alle wieder auf dem Haufen. Dann nehme ich, ich habe ja nichts mehr, ne, eigentlich. Mit der Bazooka treffe ich nicht wirklich und ist auch nicht so der Flächenschaden. Und sonst habe ich nichts mehr. Ah, nein, nein, nein. Ich brauche einen zweiten Helden. Habe ich 2 Luftschläge. Und das ist der Anpfiff. Okay, mach einfach gar nichts. Wie gesagt, für mich immer wieder schön. Warum greife ich auch nicht den Typen an, der ganz in der Nähe ist? Ich verstehe es nicht, ey. Ah, ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Den Typen treffe ich jetzt nicht, weil er so scheiße steht, ne? Egal. Gute Nacht allerseits. Hui. Den Baum abgeschossen? Kann man Bäume zerstören? Wahrscheinlich haben die auch einen bestimmten Schaden. Counter und dann sind sie irgendwann kaputt. Na, jetzt hältst du bestimmt deinen Typen, ne? Komm. Jetzt sieht er meinen Typen. Jetzt sieht er meinen Typen. Jetzt macht er bestimmt auch was. Hä? Geht zu mir und wirft einen Medizinball auf seinen Typen? Das verstehe ich nicht. Ach, das ist der Typ, den ich dir für Dings benutzt habe. Hat er eigentlich noch irgendwas Vernünftiges? Naja, TNT hat er noch. Dann kann ich ihn, ja, toll, den 12er wegspringen. Das bringt er richtig. Dann kann ich auch abballern mit Snipergewehr. Wo ist denn der Typ? Ach, da. Alter. Nur ein bisschen. Boah, das wird voll krass, Alter. Nur ein bisschen anschließen. Haha, es reicht. Jetzt habe ich einen Splitter im Huf. Komm, ich bin schon so nah dran. Du musst doch mal irgendwas machen. Was? Ja, das Zeug zu einem Helden? Naja, okay. Ist auch nicht mehr weit weg vom Helden, ne? Eine Beförderungsstufe und dann ist es soweit. Was willst du tun? Ja, so stehe ich auch jeden Tag in meiner Firma. Kratz mir den Kopf. Gleich pfeift dir aus dem letzten Rüssel. Ja, greif einen Typen an, bitte. Please. Ah, nein! Oh, das war sogar relativ gut dafür.
mache ich denn? Warte, das ist die Frage. Treffe ich den Typen da ganz hinten? Okay, wenn der Baum nicht im Weg wäre, vielleicht. Nerviger Baum. So, treffe ich den? Oh Gott, es wackelt so. Ich hole, treffe doch den Leben. Ja! Salve auf A16. Sag ja, die kommt zwar ziemlich weit, aber kommt die so weit? Ich bin ein richtiger Sniperer. Ja, du kommst gleich an, Held, weil ich glaube, so langsam bist du doch eingekesselt. Absolut ihrer Meinung. Oh, da ist er gut ausgewichen. Ich bin ja Ehre. Ja, ist dran. Was mache ich denn jetzt? Hau ich jetzt einmal ab? Ich fühle mich hier irgendwie gerade ziemlich im Kessel. Sind zwar nur zwei Schweine, aber bis der wieder dran ist. Aber dafür heile ich mich auch nicht, sondern, warte, was hast du denn noch hier in deinem Portfolio? Ah, eine X-Granate, okay. Kann ich hier reinwerfen so? Ja, komm, komm, wir sind Profi, wir kriegen das hin. Lel, kannst du bestimmt nicht. Guck mal, Fliegranate, ja, fast. Ich habe ein bisschen zu früh gezündet, aber perfekt, so wollte ich schießen. Werfen. Ja, los, wirf dann nochmal eine Granate rein. Ich bin da auch immer noch. Versprochen. So, ach, so überlegen so. Er ist da nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich frage mich, wie die CPU gerade dann tickt und was die da durchgeht. So, ja, nein. Wahrscheinlich irgendwie gerechnet Prozenten aus oder Prozente aus und nimmt dann das mit der höchsten Prozentzahl oder so. Dann mal voran, mein Kind. Keine Ahnung. Es gibt doch so viele verrückte YouTuber. Da gibt es bestimmt auch irgendjemanden, der haargenau dann eben die KI analysiert hat. Jetzt nicht unbedingt von Frontschweinen, aber jetzt insgesamt die KI. Fluch. Ah, 10. Wow. Phänomenal. Ja, aber was willst du noch machen? Schön, dass du nicht schläfst, dass du keinen. Okay. Dass du keine Bazooka kriegst, aber jetzt macht das natürlich. Guck mal, du stehst so fast perfekt hier. Wer wird denn, das ist wieder so weit nach oben? Ah, okay, Volltreffer. So, jetzt muss ich... Komm, schnell runter. Los. Ich glaube, du hast sogar noch eine Dings hier, ein scheiß TNT drin. Komm. Okay, hast du nicht, aber egal. 32, könnte ich auch noch töten. Wenn ich treffen würde. Das reinste Elfmeterschießen. Komm, du bist ganz davor. Ah, 33 wie viel, hatte er. Träger, bitte. Ja. Oh, das war doch super. Und es hat gar keine 50 Minuten gedauert, sondern circa 40. Circa. Da ist es. Mission erfolgreich. Team komplett. Spezialbonus. Orden. Das heißt, ich könnte mir, glaube ich, wieder den Helm machen. Streng geheim. Ein ganz harmloses Gespräch unter Kameraden, oder? Albert, hast du was von diesem supergeheimen Flugzeug gehört? Nein. Reiß dich zusammen. Bloß nichts ausplaudern. Der Feind hört mit. Der Ausgang des Krieges könnte von eurer Verschwiegenheit abhängen. Zum Beispiel, was den neuen Kampfflieger Mark 13 angeht. Dieser Prototyp, konstruiert von unseren besten Wissenschaftlern, wird uns die Lufthoheit sichern. Gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit. Sagt's nicht weiter. Ja, heute ist es gar nicht mehr möglich, irgendwas nicht weiter zu sagen, ne? Wenn man guckt, wie viel ausgeplaudert wird auf Facebook oder sonst wo Twitter. Jede kleine Scheißsache wird ausgeplaudert. Der Feind hört mit, also hört. Ah, Schwartistan ist unser. Trotzdem, übles Geschnetzel, was? Aber du wusstest ja, auf was du dich einlässt. Unser letzter Vorstoß durch Kochschinkien und Neutrogland steht bevor. Worauf wartest du noch? Kochschinkien. Ja, wir haben 14 Orden. Das reicht theoretisch, glaube ich, 6 und 8. Ja, das reicht, um einen zum Kampfkeiler zu machen, Kampfschwein. Und einen zum Helden. Das ist ja super. Und die nächste Mission ist Latrinendienst. Okay. Oh, hört sich an, als ob das mit irgendwas mit Toiletten zu tun hat. Gibt es hier Toiletten in diesem Spiel? Kann ich die benutzen? Wahrscheinlich musst du die einfach nur abballern und damit du welche Orden kriegst, so wie immer, ne?
Baller das Gebäude ab, baller dies ab, baller das ab, abballern, abballern, abballern. Und manchmal müssen wir sogar was da lassen und nicht abballern, so wie dieses komische Weinlager oder was es war. Das war auch eine easy Mission, ey. Naja, wir schauen mal, wie die nächste wird. Vielleicht dauert das Ewigkeiten, vielleicht wird es wieder eine super schnelle Mission. Keine Ahnung. Na gut, Leute, lebt wohl. Bis zur nächsten Episode von Frontschweini.